Bei dieser Versammlung geht es nicht dafür, für oder gegen die Impfung zu sein. Es geht auch nicht darum, die Gefahr, die von Corona ausgeht, abzustreiten. Es geht auch nicht darum, sich gegen alle Schutzangebote auszusprechen, die der Staat betroffenen Gruppen machen kann. Sondern worum geht es? Es geht um das Eintreten für rechtsstaatliche Prinzipien. Es geht um das Eintreten für Grundrechte als Individualrechte, also als Rechte des Einzelnen. Es geht um das Grundrecht als Abwehrrecht gegen den Staat zu begreifen. Es geht darum, die Pervertierung der Grundrechte, die wir gerade erleben, entgegenzutreten. Es geht darum, hier zu zeigen, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Es geht eben auch darum, dass wir wissen, dass Tyrannei immer gehobene Ziele vorgibt, um sich zu etablieren. Und dass wir aus diesem Grunde die Grundrechte haben, um eine solche mögliche Tyrannei abzuwehren. Es geht darum, dass es eine kleine radikale Minderheit, vor allem in den herrschenden Parteien, gibt, die die Grundpfeiler unseres freiheitlichen Rechtsstaates in Frage stellen und dann solche Sachen beschließen, wie ein Zertifikat für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich hatte Corona, habe jetzt dementsprechend auch so ein widerliches Zertifikat. Ich hätte nicht erwartet, einmal in einem Land leben zu müssen, wo ich nachweisen muss, dass ich ein guter Bürger bin, bevor man mir meine Grundrechte zuspricht. Wo ich ein solches ekliges QR-Code mich ersetzt. Und das widert mich an. Es geht bei dieser Versammlung und bei vielen anderen Versammlungen eben genau darum, die Chinafizierung Europas abzulehnen. Hätte man vor drei Jahren in Europa gefragt, ob die Leute es gutheißen, dass man ein Zertifikat braucht, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und dieses Zertifikat, da legt der Staat die Regeln fest, wer gut und wer böse war. Da hätten das alle abgelehnt. So etwas nennt man ein Sozialkreditsystem. Doch jetzt sind wir mittendrin. Wir haben die Etablierung eines Sozialkreditsystems und es ist zweifelhaft, ob wir je wieder davon wegkommen werden. Und deswegen müssen wir auf die Straße gehen. Wir erleben von den herrschenden Politikern ein immer postdemokratischeres Verhalten. Die parlamentarische Demokratie und der Rechtsstaat mit der Gewaltenteilung zeichnet sich eben durch den Schutz der Minderheiten aus, die die Ungeimpften mittlerweile in diesem Land darstellen. Doch was erleben wir? Hass und Hetze gegen eine große Minderheit von 15 Millionen Menschen, die entrechtet werden. Dieses Vorgehen der herrschenden Politiker ist medizinisch unsinnig. Da werden wir die erste Rede von Dr. Antje Gräbe drüber hören. Die Maßnahmen sind dazu auch rechtlich überhaupt nicht mit unserem Rechtssystem vereinbar. Da werden wir in der zweiten Rede von Richterin Karin Haag und in der dritten Rede von Juraprofessor Dr. Thomas S. etwas zu hören. Und in der vierten Rede werden wir von einem Biochemiker hören, was denn die Probleme mit den Impfstoffen sind, bevor wir am Schluss Dr. Med. Gunter Frank mit einer medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Einschätzung hören. Ich habe nun die große Freude, eine Persönlichkeit mit solidem Fachhintergrund, was den Gesundheitsschutz der Bevölkerung angeht, vorstellen zu dürfen. Sie ist approbierte Ärztin und arbeitet in einem Gesundheitsamt. Großen Applaus für Dr. Med. Antje Gräbe. Ja, ich glaube schon, hört man mich? Ich will nicht schreien, dann stellen Sie das Mikrofon so ein, dass Sie mich trotzdem gut verstehen. Ah ja, okay. Also, vielen Dank, Herr Kupferschmidt, für die Begrüßung und guten Tag zusammen. Mein Name ist Antje Gräbe, ich arbeite in einem Gesundheitsamt, bin heute hier allerdings als Privatperson, um über Themen zu sprechen, die mich aktuell beschäftigen. In der zweiten Corona-Welle vor etwa einem Jahr war ich im Team mit der Beratung und Begleitung von Pflegeeinrichtungen betraut. Menschen bedeutete eine in das Heim oder den ambulanten Pflegedienst eingeschleppte Coronavirus-Infektion, dass circa ein Drittel der angesteckten Senioren starben.
Der ursächliche Zusammenhang zwischen positiven PCR-Tests bei der Indexperson und den Infektionsketten im Pflegeheim war unzweifelhaft. Mit Einführung der Impfung hörte im Laufe des ersten Quartals 2021 das große Sterben in den betroffenen Pflegeeinrichtungen auf. In der Folge gab und gibt es das bekannte Impfangebot und es wurde eine Impfpflicht ab Mitte März diesen Jahres beschlossen für alle im therapeutischen und Pflegebereich Tätigen. Diese Impfpflicht ist auch in meinen Augen eine weitere schwerwiegende Fehlentscheidung der politisch Verantwortlichen. Die Belohnungs- und Bestrafungspolitik in Form der 2G-Regel hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Virus unter Geimpften ausgebreitet und die Infektionszahlen seit Oktober letzten Jahres hochgetrieben hat. Unter Missachtung der Erkenntnisse, dass zunehmend Geimpfte und Genesene das Virus verbreiten, wurden bis Anfang Dezember letzten Jahres Massenveranstaltungen wie TV-Live-Shows mit Hunderten bis Tausenden Teilnehmern und Fußballspiele mit Zehntausenden Fans nur für Geimpfte und Genesene zugelassen, die lange Zeit nicht einmal einen negativen Test vorweisen mussten. Zu sehen waren dann singende, feiernde, schreiende Menschen dicht an dicht ohne Masken. Verschärft wurde die Ansteckungsgefahr dort noch durch die seinerzeit empfohlene Verkürzung der Impfabstände im Zusammenhang mit dann einfacheren Urlaubsreisen, sodass bei vielen gar nicht von einer maximal möglichen Grundimmunisierung auszugehen war. In Restaurants gelten im Zusammenhang mit 2G plus nun Geboosterte ab dem Tag dieser Auffrischungsimpfung als ausreichend immun, unabhängig davon, wie lange ihre Grundimmunisierung zurückliegt. Hier geht es also auch wieder weniger um Infektionsschutz als um Impfwerbung. Ich bin der Überzeugung, wenn es ab der Möglichkeit von Tests eine Testpflicht für gesellige Veranstaltungen unabhängig vom geimpft-genesenen Status gegeben hätte, wären die Ansteckungszahlen nicht so explodiert und alle Gewerbe einschließlich der kulturellen Veranstalter hätten offen bleiben können. Das Testen sollte aber auch verantwortungsvoller verordnet werden. So finde ich es sehr bedenklich, zukünftig Kleinkinder ab einem Jahr in der Kita oder zu Hause regelmäßigen Abstrichen aus Mund oder Nase zu unterziehen. Ich halte die Verletzungsgefahr körperlich und seelisch für zu hoch. Die neuerliche Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln wird hingegen von mir begrüßt. Leider kommt sie sehr spät, obwohl es schon lange die jetzt als neu verkauften Erkenntnisse gibt, dass FFP2-Masken nachgewiesenermaßen viel mehr Aerosol zurückhalten als einfache medizinische Masken und sehr gut zum Fremd- wie zum Eigenschutz geeignet sind. Sinn machen diese Masken allerdings nur in bestimmten Situationen und in engen zeitlichen Rahmen, wie also in Geschäften, im ÖPNV und sehr kleinen Räumen. Man vergisst oft, dass Toilettenräume oder Aufzüge eine ziemlich hohe Aerosolkonzentration beinhalten können. Im Gegensatz zu den risikobehafteten Impfungen und belastenden und teilweise unsicheren Tests scheinen mir FFP2-Masken eine für viele Menschen erträgliche, leicht verfügbare und kostengünstige Maßnahme in bestimmten Situationen und nur für die Zeiten drohender Überlastung von Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern zu sein. Zu beachten sind natürlich die kurzen zeitlichen Grenzen, in denen die Masken getragen werden sollten, da sind ja vom Arbeitsschutz her Zeiten bekannt. Für langes Tragen sind die Masken nicht geeignet.
Ich finde, es sollte Automaten mit kostenloser Entnahmemöglichkeit für die FFP2-Masken geben, dass jeder sich die holen kann, wo immer er die auch dann sinnvoll findet. Die aktuell bestehende Maskenpflicht mit kaum wirksamen medizinischen Masken macht für mich keinen Sinn. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Nachteile für die verbale und nonverbale Kommunikation mit Kindern, Hör- und Sprachbehinderten sowie mental eingeschränkten Menschen überwiegen. Auch finde ich ein Alter ab 6 Jahren für die aktuelle Maskenpflicht zu jung. Zwar steigt die Ansteckungsfähigkeit mit dem Alter, aber als Kompromiss zwischen Ansteckungsfähigkeit, gewünschter Stimulierung des Immunsystems und psychosozialen Auswirkungen sollten zumindest Grundschulkinder keine Maske tragen müssen. Letztlich hat sich im Zuge dieser Überlegungen auch in Vorbereitung auf diesen Vortrag und im Kontakt mit dem Herrn Kupferschmidt für mich die grundsätzliche Frage nach Sinn und Unsinn der aktuellen Maskenpflicht gestellt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der kurzzeitige Eigen- und Fremdschutz durch kostenlos verfügbare FFP2-Masken gefördert und dafür geworben werden sollte, eine Maskenpflicht aber mit zu vielen Widersprüchen und Nachteilen verbunden ist. Zurück zur Corona-Politik. Ungeimpfte, die gegen kein Gesetz verstoßen haben, wurden als Tyrannei der Ungeimpften, Kriminelle, Nichtimpfen ist kein Kavaliersdelikt, ja welches dann, und dumm sollen ihren Verstand einschalten, beschimpft und verunglimpft und dürfen aktuell nicht mal mehr ihr Recht auf Bildung und Information wahrnehmen. Sie kommen nach der 2-Regel kommen Sie in kaum ein Museum oder eine Ausstellung und auch nicht in jede Bücherei, um dort Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, sich also zu informieren. Dass es in den genannten Einrichtungen keine einheitliche 3G-Regel mehr gibt, ist infektiologisch nicht begründbar, wenn man sich die Bedingungen dort anschaut. Im Museum gibt es mitunter mehr Aufsichtspersonal als Besucher, was ich in den letzten Monaten selbst 2-mal so erlebt habe. Und in meiner Stadtbücherei sitzt das Personal hinter Plexiglas, die Lesetische stehen weit auseinander. Hinzu kommt die dortige FFP2-Maskenpflicht. 2G ist unter diesen Bedingungen unverhältnismäßig restriktiv und ausgrenzend. Ich frage mich oft, wie Ungeimpfte ihren Alltag bewältigen, wenn ein paar Schuhe dringend ersetzt werden muss oder bei einem längeren Spaziergang oder einer Wanderung nicht mal zum Toilettengang eine Gastwirtschaft aufgesucht werden kann. Das finde ich menschenunwürdig. Der Expertenrat der Bundesregierung sollte sich auch mit der Rechtmäßigkeit und den Folgen des Drucks auf Ungeimpfte und überhaupt mit den psychosozialen Folgen sämtlicher Maßnahmen beschäftigen. Fachleute für diese Themen sind in diesem Gremium kaum vorhanden. Nun sollen ausgerechnet die Berufsgruppen, die seit 2 Jahren am meisten belastet sind, durch Schwerstarbeit in Schutzkleidung, durch höhere Infektionsgefährdung und Mehrarbeit infolge Personalknappheit, einer Impfpflicht unterworfen werden. Dabei können auch geimpfte Mitarbeiter einen Impfdurchbruch oder eine unbemerkte Infektion haben. Der Verlust des Arbeitsplatzes für Ungeimpfte ist eine persönliche Katastrophe und meine Befürchtung ist, dass Verzweiflungstaten gegen sich und andere. Die Gesetzesvorlage enthält keine Bestimmungen, die eine Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses verhindern helfen könnten, dass zum Beispiel Arbeitgeber eine Intensivierung anderer Schutzmaßnahmen
oder andere Verwendungsmöglichkeiten prüfen müssen, dass die Betroffenen das Recht auf Teil- oder unbezahlte Freistellung mit Arbeitsplatzgarantie bei Änderung der Gesetzeslage hätten oder dass sich die Jobcenter gezielt um die Vermittlung von Ungeimpften kümmern müssten. Wie gedenkt man denn, die ab Mitte März fehlenden Kräfte zu ersetzen? Vielleicht durch noch kürzere Quarantäne- und Isolationszeiten? Welchen Sinn macht eine Impfpflicht angesichts der kurzen Wirkung der Impfung, verbunden mit der Zumutung, umso häufiger Impfrisiken? Und im Zuge der Entwicklung immer besserer Behandlungsmöglichkeiten von Covid. Da gibt es ja inzwischen monoklonale Antikörper, leider helfen die aktuell nicht gegen Omikron, aber es gibt im Ausland ein anderes Präparat und es gibt inzwischen auch ein Virostatikum per Tablette. Ich selbst habe mich für die Impfung aus verschiedenen Zwängen heraus entschieden, habe aber Verständnis für diejenigen, die das nicht wollen. Ich rate anderen, weder zur Impfung noch rate ich ab, denn es ist völlig unklar, wen eine Impfkomplikation trifft. Da hilft auch die in den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts veröffentlichte Zahl an seltenen Impfkomplikationen im Zehntel-Promille-Bereich nichts, denn für das Individuum stehen die Chancen einer Komplikation immer 50-50. Entweder man hat Pech oder nicht. Niemand kann das vorhersagen. Somit ist die Entscheidung für oder gegen eine Impfung, in diesem Fall unter Inkaufnahme eines höheren Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf, immer eine ganz persönliche, eigenverantwortliche Entscheidung. Deshalb möchte ich für ein Impfberatungsangebot plädieren, in offiziellen Anlaufstellen bei speziell fortgebildeten Ärzten, die Fragen zur Nutzen-Risiko-Abwägung beantworten und auch Kontraindikationen stellen können. In Einzelfällen zur Klärung von Impfrisiken an immunologische Ambulanzen überweisen und sich um die Nachmeldung früherer Impfkomplikationen kümmern. Derzeit ist es für manche Menschen, die bei einer früheren Impfung schwere Nebenwirkungen hatten oder deren Blutsverwandte betroffen waren, unmöglich, eine qualifizierte Auskunft oder bei Vorliegen eines erhöhten Risikos für schwere Nebenwirkungen eine schriftliche Befreiung von der Impfpflicht zu bekommen. Also Impfberatungsangebot statt Impfpflicht. Die Informationspolitik der Regierung macht der Bevölkerung eine Entscheidung für oder gegen eine Impfung schwer. Denn es gibt in den öffentlich-rechtlichen Medien keine ausgewogenen Informationen. Informationen, die ja auch die Nachteile einer Impfung beinhalten müssten. Da ist auch auf ganzseitigen, großformatigen Zeitungsanzeigen der bundesweiten Kampagne Ärmel hoch kein Platz für einen einzigen Satz zu möglichen Nebenwirkungen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen ist mir nie das Thema Impfkomplikationen begegnet, geschweige, dass sich Betroffene äußern konnten. Immerhin sind laut Paul-Ehrlich-Institut bis Ende letzten Sommers über 20.000 Menschen von schwerwiegenden Nebenwirkungen betroffen gewesen. Berücksichtigt man die für Deutschland belegte Untererfassung, ergeben sich über 50.000 Betroffene. Die Thematisierung von Impfkomplikationen würde auch für ein Grundverständnis der Geimpften gegenüber den Ungeimpften sorgen, denen ja aktuell eine völlig grundlose Verweigerungshaltung vorgeworfen wird. Wer sich außerhalb privater oder ehrenamtlicher Medien zum Thema Impfnebenwirkungen informieren will, muss auf Fachpublikationen ausweichen.
die im Falle der Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts leicht im Internet zu finden sind, im Falle einer Fachzeitschrift wie der Deutschen Apothekerzeitung man nur in größeren Bibliotheken, zum Beispiel Uni- oder Landesbibliotheken, fündig wird. Im Deutschen Ärzteblatt gibt es kaum strukturierte Informationen zu Impfkomplikationen, sondern eher sporadische Fallvorstellungen, die von engagierten Klinikern eingereicht werden. Noch schlechter sieht es in anderen Fachzeitschriften, etwa der für Pathologen oder Nervenärzte, aus. Empfehlen möchte ich gern die Deutsche Apothekerzeitung, nicht zu verwechseln mit der Apothekenumschau und der Apothekerzeitung. Also abgekürzt nennt die sich DAZ. Die Deutsche Apothekerzeitung, das Standesorgan der Pharmazeuten, berichtet immer wieder mal über die Wirkweise von Impfungen und die damit einhergehenden Probleme und hat eine informative Rubrik rund um die derzeitige Pandemie. Dort habe ich Informationen zu den Verunreinigungen des AstraZeneca-Impfstoffes mit Fremdeiweißen und die mögliche Fehlbildung von Spike-Proteinen mit der Folge von Gefäßentzündungen gefunden und auch die beiden neuen, nicht genbasierten Impfstoffe von Novavax und Valneva wurden dort schon auch kritisch besprochen. Leider sind die Fallzahlen zu Impfkomplikationen einschließlich Todesfällen, die im Sicherheitsbericht des PAI, Paul-Ehrlich-Institut, angegeben sind, niedriger angegeben als tatsächlich zu vermuten. Im Vergleich mit Österreich und Großbritannien werden in Deutschland nicht halb so viele Impfkomplikationen an die zuständigen Stellen gemeldet, nämlich im Vergleichszeitraum von Ende Dezember 20 bis Anfang Juli 21 1,4 pro 1000 Impfdosen gegenüber 3,7 pro 1000 Impfdosen in den genannten Ländern. Das Meldeverfahren ist nicht allen Ärzten bekannt. So melden manche Ärzte direkt ans PAI, wohl weil das Formular von dort entwickelt wurde. Das Gesundheitsamt, eigentlich erste Meldestelle, hat dann keine Kontrolle, ob im Fall einer Beschwerde nicht doch gemeldet wurde. Die doppelte ordnungs- und berufsrechtliche Meldepflicht auch an die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft soll ja gleichzeitig gemeldet werden, ist ein Aufwand, der vereinfacht werden sollte und die Meldefrist sollte von 24 Stunden auf mehrere Tage verlängert werden. Leider gibt es auch Ärzte, die selbst auf Bitte des Patienten nicht bereit sind, einen Verdacht auf Impfkomplikationen zu melden oder eine Obduktion bei unklarer Todesursache zu veranlassen. In solchen Fällen sollten sich die Betroffenen bzw. Angehörigen an das zuständige Gesundheitsamt wenden und wenn sie dort nicht weiterkommen, an die Fachaufsichten in den Bezirksregierungen in Baden-Württemberg, die Regierungspräsidien. Das Verweigern einer Verdachtsmeldung ist nicht nur respektlos gegenüber dem Schicksal der Betroffenen und schmälert die Impfbereitschaft von deren Umfeld, sondern stellt auch eine Verweigerung wichtiger Informationen an die Zulassungsbehörden dar, für die eine Häufung von bestimmten Komplikationen Anlass für Warnhinweise sein kann. Dabei geht es gerade auch um bisher nicht als signifikant eingestufte Nebenwirkungen. Es soll Betroffene und Ärzte geben, die eine Meldung davon abhängig machen, ob das Krankheitsbild vom PAI bereits als Impfkomplikation eingestuft wurde. Die Ermittlung von Impfkomplikationen macht natürlich nur Sinn, wenn alle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung aufgetretenen, ungewöhnlichen Reaktionen gemeldet werden. Es ist dann Aufgabe der Medizinstatistiker, die Häufigkeit der aktuell gemeldeten Erkrankungen mit dem statistischen Hintergrundrauschen vor der Impfkampagne zu vergleichen. Anders kommt man nicht zu neuen Erkenntnissen, sondern schaut nur auf die schon bekannten, wenigen anerkannten Nebenwirkungen. Für die betroffenen geimpften Personen ist die Einordnung von Symptomen als mögliche Impfkomplikation ein wichtiger Hinweis für die zukünftige Auswahl des Impfstoffes oder Verzicht darauf. Es könnte eine genetische Disposition für bestimmte Nebenwirkungen, zum Beispiel Thrombosen, geben, sodass auch Blutsverwandte gewarnt wären. Nicht zuletzt
verhindern unzureichende Daten die Anerkennung von Impfschäden bei den Betroffenen, weil keine ausreichende Wahrscheinlichkeit für den ursächlichen Zusammenhang hergestellt werden kann, obwohl dieser möglicherweise tatsächlich besteht. Die Versorgungsämter bzw. deren medizinische Dienste sollten bei der Begutachtung von Impfschäden, definiert als eine über 6 Monate lang bestehende Impfkomplikation, das Meldedefizit berücksichtigen. Es gibt eine sogenannte Kannversorgung, die auch ja, anerkennt, wenn eine Impfkomplikation jetzt nicht von PAI als eindeutig eingestuft wurde, wenn man halt keine anderen Gründe für diese Krankheit finden konnte, aber geimpft wurde in einem gewissen Zeitraum. Mit Sicherheit spielt es für das Meldeverhalten eine Rolle, wie der Arzt grundsätzlich zur Impfkampagne steht. Hier müssen aber auch Ärzte, für die Komplikationen bisher nicht existent waren oder diese bei Bekanntwerden als Hindernis für die Impfkampagne ansehen, über ihren Schatten springen und Gesetz und Berufsordnung befolgen. Im Hinblick auf Todesfälle ungeklärter Ursache wäre es wichtig, dass es auf den Todesbescheinigungen, die wirklich zuverlässig für jeden Verstorbenen ausgefüllt werden, weil dieser sonst nicht bestattet werden kann, eine Ankreuzmöglichkeit, Impfung in den letzten 4 Wochen, wenn ja, welche gäbe. Das würde die Impfung als mögliche Todesursache überhaupt ins Blickfeld rücken und die Entscheidung für eine Obduktion erleichtern. Es ist höchste Zeit für eine bundesweit einheitliche Todesbescheinigung in digitaler Form, die fehlende oder unlogische Einträge erkennt. Derzeit werden die handschriftlichen, mitunter schwer leserlichen Angaben des Arztes zu den Erkrankungen des Verstorbenen mühsam von nichtmedizinischem Personal der Gesundheitsämter in die EDV für die statistischen Landesämter eingegeben. Es gibt Pläne der statistischen Landesämter und des Bundesamts, eine digitale Todesbescheinigung einzuführen. Dies wäre eine gute Gelegenheit, nach einer Impfung vor Eintritt des Todes zu fragen. Ob die erfolgte Anregung umgesetzt wird, werden wir sehen. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, Ihre Disziplin und Ihre Aufmerksamkeit. Und der offenen Gesellschaft Kurpfalz, insbesondere Herrn Kupferschmidt, danke ich für die Möglichkeit eines sachlichen, vielfältigen und respektvollen Erfahrungs- und Meinungsaustausches. Also nachdem wir den Wackelkandidaten jetzt ja zum Anfang gespielt haben, kann es ja nur besser werden, ne? Kann nur besser werden. Check mal den Sound. Oh yeah. Alles kann besser werden. Holen wir uns den Himmel am Ende. Leben mehr gefährden, einer der kostbarsten Chancen.
Schornstein. Bitte gib mich auf, auch wenn alles hier verdorben scheint, was da. Gib mich auf, alles kann besser werden. Thank you.